Ich sage schon mal einen schönen guten Morgen. Nicht, dass ihr alle denkt, hier passiert gar nichts, aber wir warten noch ein bisschen, bis die Teilnehmenden alle drin sind, bevor Martin Häusling dann die Begrüßung und die Einleitung macht. Die Zahlen gehen immer noch ein bisschen hoch. Aber ich Ja. rede einfach weiter, damit ihr merkt, dass ihr online seid und dass der Ton funktioniert. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch anfangen. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Webinar begrüßen, das ich zusammen mit meiner Kollegin Jutta Paulus mache, mit dem Titel mit der Agrarwende und dem Nature Restoration Plan zu mehr Biodiversität. Das Thema Biodiversität ist ja eines der zentralen Themen, die wir in Zukunft haben. Und ganz zentral ist das natürlich im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Und diesen Zusammenhang sehen halt viele nicht. Und Sie wissen, im Moment haben wir im Grunde auf zwei Ebenen werden die Weichen für die nächsten 7 Jahre gestellt, ob wir Landwirtschaft und Biodiversität tatsächlich, ob wir da vorwärts kommen. Ich sage ganz bewusst vorwärts kommen, weil wir im Moment wirklich ein Problem haben, dass der Verlust in Biodiversität natürlich in erster Linie was zu tun hat mit intensiver Landwirtschaft, mit Verlust an Agrarstrukturen, mit Einsatz von Pestiziden, mit Einsatz von viel chemischen Düngemitteln. Und das Problem ist nicht kleiner geworden, sondern es ist in den letzten Jahren eher gewachsen. Nun reden wir im Moment darüber, in Brüssel 387 Milliarden Euro neu zu verteilen für die nächsten 7 Jahre. Und in Deutschland reden wir darüber, wie Deutschland aufgestellt ist, um für die nächsten Jahre Agrarpolitik neu auszurichten oder, wenn es schlecht kommt, so zu lassen, wie es ist. Wir alle wissen, dass wir im Bereich Biodiversität ja, ganz erhebliche Probleme haben, dass das kein Nebenthema ist, zeigen auch die Zahlen, die uns jedes Jahr wieder präsentiert werden anhand von roten Listen. Aber was vielleicht auch jeder draußen merkt, wenn er in die Landschaft geht. Ich nehme mal als Beispiel das Thema Rebhühner, wo wir in den letzten 20 Jahren 95% der Rebhühner, also ein Feldhuhn, verloren haben. Und man könnte die Liste fortsetzen. In vielen Bereichen haben wir wirklich dramatische Verluste an Vogelarten, die klassisch in der Agrarlandschaft da sind. Und wir müssen uns klar machen, dass das nicht so weitergehen kann. Einmal ausgestorbene Tierarten holen wir nicht einfach zurück. Ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Jürn Sander vom Thünen-Institut bei uns ist. Und der ist wirklich ein ausgesprochener Experte, der sich vor allem auch mit dem Thema Ökolandwirtschaft beschäftigt hat. Denn für mich als Ökobauern ist natürlich klar, der Ökolandbau könnte eine Lösung sein. Nicht nur weniger Pestizide, sondern ist, Herr Sanders, dann auch die Frage, ist sozusagen ein Umstieg in eine andere Form von Landwirtschaft denn auch die Lösung für das Problem, was wir da haben? Wir werden kurz nach Ihrem Vortrag dann eine kurze Nachfragerunde machen. Dann gebe ich über zu Jutta Paulus und dann freuen wir uns, dass Carolina Dacunda da ist von der Europäischen Kommission, der DG Umwelt. Und dann wird das Thema weitergeführt. Und zum Schluss werden wir eine Diskussionsrunde machen. Ich freue mich, dass wir Übersetzung haben. Also Sie können das in Deutsch und in Englisch diese Veranstaltung folgen. Und dafür haben wir zwei Dolmetscherinnen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte und gebe jetzt ab an Dr. Jürn Sanders. Der hat eine Präsentation und danach jetzt eine kurze Nachfragerunde. Sie können natürlich wie immer in den Chat Ihre Fragen stellen, die wir nachher gerne in Diskussionen aufgreifen. Vielen Dank. Bitte, Herr Sanders. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier ein paar Gedanken vortragen zu können und guten Morgen in die Runde. Wir wissen alle nicht, wie die Welt in 10 Jahren aussehen wird. Wenn die Wissenschaft aber nicht völlig daneben liegt, dann bleiben uns 10, vielleicht auch 15 Jahre noch, um den ökologischen Turnaround hinzubekommen. Und genau darum geht es, um den ökologischen Turnaround. Und das betrifft nicht nur das Klima. Nicht nur, dass wir es schaffen, irgendwie den Anstieg der Erwärmung auf 2 Grad oder mit maximal 2 Grad zu reduzieren, sondern es geht eben auch um den Verlust der biologischen Vielfalt. Der
wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen hat beispielsweise, und das versuche ich hier in dieser Grafik darzustellen, den momentanen Verlust der Artenvielfalt verglichen mit den großen erdgeschichtlichen Aussterbeereignissen. Und was Sie rechts hier sehen, ist in den letzten 500 Jahren, oder die graue Fläche, die Sie sehen, ist im Prinzip das, was ursprünglich, beziehungsweise was die natürliche Aussterberate ist. Und dann sehen Sie die entsprechenden Linien, wie dann einzelne Arten sich in den letzten Jahren irgendwie entwickelt haben, beziehungsweise wie viele Arten ausgestorben sind. Und das zeigt im Prinzip die Dramatik. Ich muss an dieser Stelle nicht darauf eingehen, dass das natürlich auch ein sehr großes ökonomisches Problem ist, weil einfach unsere gesamte Bioökonomie davon abhängt, dass wir eine biologische Vielfalt haben. Und die Kollegen Röckström haben schon vor 10 Jahren die planetaren Grenzen thematisiert und dargelegt, dass eben Biodiversität als ein ganz zentrales Problem vor uns steht, wo wir es unbedingt schaffen müssen, in den nächsten, wie gesagt, 10 bis 15 Jahren den Turnaround hinzubekommen. Ansonsten wird die Umkehr immer schwieriger und immer problematischer. Und das ist sozusagen, wir haben nicht nur ein großes ökonomisches Problem, sondern, oder ein ökologisches Problem, sondern wir haben eben auch immer weniger Zeit, um dieses Problem zu lösen. Und Martin Häusling hatte auf die nächste Agrarperiode schon hingewiesen. Es gibt jetzt verschiedene UNO-Aktivitäten, die eben das Jahr 2030 anpeilen, mit sehr ambitionierten Zielsetzungen. Und wir können es uns einfach nicht erlauben, diese Ziele zu verfehlen. Und insofern brauchen wir schnelle Lösungen. Und als eine Lösung, die in diesem Zusammenhang immer wieder thematisiert wird, als eine Teilstrategie, um die biologische Vielfalt zu erhalten, ist der ökologische Landbau. Wir haben versucht einmal die Leistungen, die Umweltleistungen des ökologischen Landbaus mit denen der konventionellen Landwirtschaft zu vergleichen. Es ist ja schon auch wichtig darzulegen, wie ist die empirische Grundlage. Und wir haben dazu die wissenschaftliche Literatur der letzten 30 Jahre analysiert in einem großen Forscherteam und haben versucht darzulegen, in welchen Bereichen der ökologische Landbau wirklich besser ist, wo er möglicherweise vergleichbar ist und wo er möglicherweise auch schlechter abschneidet als die konventionelle Landwirtschaft. Und wir haben insgesamt fast 3000 Vergleichsergebnisse für diese Analyse berücksichtigt. Und was Sie hier sehen in den Kategorien Wasser, Boden, Biodiversität, Klimaschutz, Klimaanpassung und Ressourceneffizienz, dunkelgrün, ist hier unsere Bewertung auf der Grundlage der Literatur. Und zwar sowohl der qualitativen als auch der quantitativen Auswertung, dass der ökologische Landbau eindeutig besser abschneidet als die konventionelle Produktion. Und das ist dann im Bereich Biodiversität, sowohl Flora als auch Fauna, was die Artenzahl als was auch die Abundanz anbetrifft, eine eindeutige höhere Leistung, die der ökologische Landbau erbringt. Wenn man in dieses Ergebnis jetzt noch, was die Biodiversität anbetrifft, ein bisschen näher reinzoomt, dann möchte ich diese beiden Ergebnisse präsentieren, wo wir versucht haben, hier auch quantitativ diese Mehrleistung zum Ausdruck zu bringen. Die rote Linie, die Nulllinie, das ist das konventionelle Niveau und die blaue Linie ist dann der Durchschnitt, der ökologische Durchschnitt, der Vergleichspaare, der Vergleichsuntersuchungen, die wir im Rahmen unserer Studie berücksichtigt haben. Und man sieht beispielsweise bei der Ackerflora in den Feldern, dass dort die mittlere Artenzahl 3-mal so hoch war in den Ökofeldern im Vergleich zu den konventionellen. Oder aber bei der Ackerflora, die am Ackerrand gesammelt, gesucht wurde, dass es immerhin doppelt so viel Ackerflora dort vorherrscht. Und wenn wir mehr Ackerflora haben, bedeutet das eben auch ein Nahrungspotenzial für die blütenbesuchenden Insekten beispielsweise. Und auch hier sehen wir, dass der ökologische Landbau besser abschneidet. Wir sehen aber hier, ich habe hier in der rechten Grafik zwei Beispiele mal mitgebracht. Wir haben einmal alle Studien ausgewertet und dann haben wir eine Studie rausgelassen, wo eben eine sehr extensive konventionelle Bewirtschaftung mit einer intensiven
ökologischen Bewirtschaftung verglichen wurde. Und dann ist das Ergebnis sogar noch eindeutiger. Und die Frage ist, woran liegt das? Warum erbringt der ökologische Landbau diese entsprechende Mehrleistung? Warum mehr Biodiversität durch Ökolandbau? Und der Grund, Martin hat es schon anklingen lassen, ich will das gerne noch mal in anderen Worten fassen, das ist der Systemansatz. Der ökologische Landbau versucht in besonderer Weise auf der einen Seite die Belastungsgrenzen ökologischer Systeme zu begrenzen und er versucht als zweites mit der Natur zu wirtschaften. Er versucht, die verschiedenen Systemelemente eines Ökosystems so zu kombinieren, dass entsprechende Synergien entstehen dadurch. Und um das auch nochmal zu versuchen hier darzustellen, hier die entsprechenden kausalen Wirkungszusammenhänge. Im ökologischen Landbau, das wissen Sie, ist der Viehbesatz reduziert, Stickstoff insgesamt ist reduziert. Gemäß EU-Öko-Verordnung sind nur 170 Kilogramm N pro Hektar erlaubt. Bei den Verbandsbetrieben in Deutschland ist es sogar noch weniger, sind 112 Kilogramm bezogen auf den Wirtschaftsdünger. Leguminosen spielen im Ökolandbau eine ganz, ganz entscheidende Rolle als ein Nährstofflieferant. Und das ermöglicht es eben, dass kein leicht löslicher mineralischer Mineraldünger verwendet wird. Und das bedeutet insgesamt, dass beispielsweise der Stickstoffinput in ökologisch bewirtschafteten Systemen entsprechend begrenzt und wesentlich knapper ist. Wir haben eine Auswertung gemacht, das sind etwa 22% bezogen auf die gesamte Fruchtfolge, 22% weniger N, welches in das ökologische System hineingeschoben wird. Weil wir keinen leicht löslichen mineralischen Dünger haben, gibt es auch sozusagen die Energiekosten, die notwendig sind für die Herstellung dieser Mittel, fallen auch weg. Leguminosen als weiteren Effekt können auch Stickstoff binden, sodass sich da auch positive Effekte für das Klima und für den Klimaschutz ergeben. Weil wir weniger N-Input im System haben, bedeutet das auch, dass die Gefahr, dass der Stickstoff von den Pflanzen nicht genutzt werden kann und dass dieser Stickstoff zu einer Belastung in den Ökosystemen wird, entsprechend auch vermindert wird. Das wiederum hat positive Auswirkungen auf die Wasserqualität, auf den Wasserschutz und natürlich insbesondere auch auf die Biodiversität. Darüber hinaus ist bei der Biodiversität auch folgender Wirkungszusammenhang anzumerken, dass im ökologischen Landbau eben keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel erlaubt sind und dass im ökologischen Landbau versucht wird, systemisch die Pflanze zu schützen, beispielsweise durch eine vielfältige Fruchtfolge, was wiederum auch positiv beispielsweise sich auf den Bodenschutz auswirken kann. Beispielsweise, dass eben in der Sortenwahl darauf geachtet wird, dass besonders robuste Sorten verwendet werden, die vielleicht nicht einen maximalen Ertrag, aber eben sich durch eine besonders hohe Resilienz auszeichnen. Und als dritte Strategie, dass eben eher Nützlinge bzw. natürliche Abwehrmechanismen genutzt werden, um entsprechende Schaderreger zu kontrollieren. Und all das führt eben dazu, dass wir auch eine höhere Biodiversität haben. Und wenn es jetzt um die Frage geht, was kann der konventionelle Landbau bzw. konventionelle Betriebe vom Ökolandbau lernen, dann denke ich, ist es in der Tat dieses Denken in Systemen. Auch im konventionellen Landbau, und man sieht ja zunehmend auch das Interesse daran, beispielsweise eben an vielfältigen Fruchtfolgen, an die Nutzung von Leguminosen. Auch im konventionellen Landbau ist natürlich die Frage, dass man den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln versucht zu reduzieren. All das sind Teilstrategien natürlich auch, die im konventionellen Landbau eingesetzt und genutzt werden kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass im ökologischen Landbau diese verschiedenen Elemente so zusammengesetzt sind, dass sie eben einen entsprechenden Mehrwert generieren. Einfach nur eine Teilstrategie herauszugreifen, eine Teilpraxis herauszugreifen, ist vielleicht am Ende des Tages nicht unbedingt immer dann so erfolgreich, wie man das vielleicht denken mag. Insofern systemisch denken, versuchen, wie man stärker mit der Natur Landwirtschaft betreiben kann. Das ist, denke ich, ein Aspekt, eine Anregung, die der ökologische Landbau auch für konventionell wirtschaftende Betriebe
geben kann. Nun wird immer eingewandt, und auch das ist, denke ich, wichtig, darauf hinzuweisen, es ist ja schön, wenn ihr hier in Europa Biolandbau betreibt, wenn ihr hier mehr Artenschutz habt. Aber ihr müsst doch global denken. Ihr müsst doch auch berücksichtigen, was in anderen Regionen passiert. Und dann wird immer der Vergleich herangezogen, ihr macht hier mehr Ökolandbau, alles schön und gut. Und gleichzeitig wird eben dann auch der Hektar Ökolandbau, der in Europa umgestellt wird, führt eben auch zu einem Hektar weniger tropischem Regenwald in Brasilien. Also die Verlagerungseffekte, die Netto-Umweltwirkung ist doch zu berücksichtigen. Meiner Ansicht nach ist das schon ein Einwand, den man ernst nehmen muss. Aber auf der anderen Seite, in der Pauschalität, in der dieser Einwand häufig aufgegriffen wird, ist es meiner Ansicht nach nicht zulässig. Weil eben dabei nicht berücksichtigt wird, dass so ganz einfach, wie das theoretische Modell vielleicht funktionieren mag, hier extensivieren und das führt eben dann zu einer höheren Intensität, es so auch nicht in der Realität zu beobachten ist. Wir sehen beispielsweise, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche in Indien eher zurückgeht, weil die Menschen dort weniger Landwirtschaft betreiben, was eigentlich diesem theoretischen Ansatz nicht entsprechen würde. Es macht aber eben auch deutlich, dass wir darüber nachdenken müssen, insgesamt welche Ernährungsstile haben wir, von was ernähren wir uns, was werfen wir weg, dass wir das insgesamt globaler betrachten. Und die andere Sache, auch das ist sehr, sehr wichtig mit zu berücksichtigen, wenn wir beispielsweise auf die Schwäbische Alb gehen, wenn wir dort versuchen, rote Listearten zu retten und dort die Biodiversität zu erhalten, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir etwas in dieser Region machen. Wir werden die Biodiversität in der Tat in Deutschland, in Europa nur dann entsprechend retten können, wenn wir hier die Nutzungsintensität entsprechend verändern. Das ist sehr, sehr wichtig und am Ende des Tages mag es an der einen oder anderen Stelle in der Tat dann auch eine normative Abwägung sein. Aber dieses pauschale, ihr müsst die Netto-Umweltwirkungen berücksichtigen und vor dem Hintergrund ist es dann eben so, dass mehr Biolandbau zu einem Artensterben woanders führt. Solch pauschalen Zusammenhänge sind meiner Ansicht nach nicht sinnvoll. Insofern, der Ökolandbau ist eine Teilstrategie. In verschiedenen anderen, oder wichtig ist es, darüber hinaus natürlich auch noch andere wichtige Strategien irgendwie zu implementieren. Und hier bieten sich im Rahmen der GAP eigentlich verschiedene Möglichkeiten an. Und eigentlich ist die Sache gar nicht so schwierig, weil eigentlich muss man an den drei zentralen Problempunkten meiner Ansicht nach ansetzen. Der eine ist, es gibt einfach einen wirklich sehr einfachen, pauschalen Zusammenhang zwischen auf der einen Seite der Nutzungsintensität und auf der anderen Seite der Biodiversität. Und ab einem bestimmten Umfang der Nutzungsintensität, schematisch sehr einfach ausgedrückt, führt das, wie in der linken Abbildung dargestellt, mehr Intensität führt einfach zu einem Verlust der Biodiversität. Und das bedeutet letztendlich, wenn man hier mehr Biodiversität haben möchte, und das zu weniger Ertrag auch führt im Zweifelsfall, dann bedeutet das natürlich, dass man dieses Mehr an Biodiversität auch entsprechend finanziell honorieren muss. Und das kostet Geld und das muss natürlich dann doch dementsprechend zur Verfügung gestellt werden. Dass die Landwirtinnen und Landwirte immer mehr auch die Biodiversität eben als eine mögliche Strategie sehen in ihrem Unternehmen. Das heißt, auf der einen Seite geht es eben darum, die Anbietung von Biodiversitätsleistungen attraktiver zu gestalten. Das zweite ist, der Biene ist es eigentlich egal, ob sie nun beim Bauer irgendwie Müller oder bei der Bäuerin Sachse irgendwie unterwegs ist. Die Biene kennt sozusagen ja nur den Raum. Und insofern ist es wichtig, nicht nur das Betriebsdenken zu haben, wenn wir die Biodiversität, den Biodiversitätsschutz intensivieren wollen, sondern dass wir auch stärker den Raumbezug wahrnehmen, dass wir Konzepte für Landschaften entwickeln. Ansonsten wird es nicht funktionieren, weil, wie gesagt, die Betriebsgrenzen sind vielleicht für die Flora noch relevant, aber für die Fauna, denke ich, nicht unbedingt. Und der dritte wichtige Ansatz ist das Wissen. Wir haben festgestellt, dass über die Jahre viel Wissen verloren gegangen ist in der Landwirtschaft, über agrarökologische Zusammenhänge, auch über Pflanzen, die dort wachsen, über das Verständnis. Und insofern ist es eben wichtig, auch in diesem Bereich tätig zu werden. Und abschließend vielleicht,
Welche möglichen Maßnahmen gibt es denn eigentlich? Ich denke, es ist klar, wenn man insbesondere in den Gunststandorten mehr Biodiversität hinbekommen möchte, dann muss man die Prämien, wie sie heute ausbezahlt werden, einfach attraktiver gestalten. Weil Landwirtinnen und Landwirte sind eben auch Unternehmer, Unternehmerinnen. Und vor dem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sie natürlich dann auch ein angemessenes Betriebseinkommen generieren können. In Gunststandorten sind die Prämien in der Regel nicht ausreichend. Darüber hinaus zu denken wäre auch, dass man eben die Prämie, die bisher immer noch sich daran orientiert, dass die, welche Kosten damit verbunden sind, ist ja eigentlich verrückt. Als Gesellschaft möchten wir gerne mehr Biodiversität, das ist uns etwas wert. Und infolgedessen wäre eben eigentlich auch die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, eine Prämien zu definieren, festzulegen, die eben den Wert der Biodiversität auch entsprechend widerspiegeln. Satellitenbilder mögen vielleicht in 5 oder 10 Jahren dort ganz neue Perspektiven bieten, um auf dieser Grundlage dann darstellen zu können, wie die Biodiversität sich verändert hat und auf dieser Grundlage dann den Landwirtinnen und Landwirten eine entsprechende Honorierung zuteilwerden zu lassen. Auch wenn es um die Kontrolle und wenn es um die Sanktionen geht, denke ich, wäre die Frage, inwiefern man dort auch stärker sich an dem Umweltschaden orientiert. Und als weiteres Instrument, was sicherlich auch mit zu berücksichtigen ist, es geht ja nicht nur darum, zu honorieren, wenn man mehr Leistungen wirklich erbringt, sondern auf der anderen Seite nach dem Verursacherprinzip diejenigen, die die Umwelt schädigen, diejenigen, die Betriebsmittel einsetzen, die eben für die Biodiversität schädlich sind, dass diese Kosten dann entsprechend von den Beteiligten auch getragen werden, sprich die Internalisierung externer Kosten. Das wird man auf nationaler Ebene nicht oder nur sehr schwierig hinbekommen, sondern hier, denke ich, wäre es wichtig, in der Tat eine gesamteuropäische Lösung anzustreben. Das vielleicht zu den Bereichen finanzielle Anreize. Bei dem Konzept Landschaft, denke ich, ist es wichtig, eben auch darüber nachzudenken, neue Akteure, beispielsweise Umweltkooperativen, wie sie in den Niederlanden schon in der jetzigen Agrarperiode umgesetzt werden, dass eben verschiedene Landwirte sich zusammentun können, um gemeinsam Biodiversitätsleistungen anzubringen, dass sie gemeinsam anbieten, wie Landschaft entsprechend gestaltet werden kann. Auch hier ist eine Zusammenarbeit zwischen der lokalen Bevölkerung und der Landwirtschaft auch denkbar. Und last but not least im Wissen, ich denke, es ist wichtig, dass wir auch bei der Maßnahmengestaltung überlegen, wie können wir die Maßnahmenumsetzungen viel stärker mit Beratung, mit Audit, mit Coaching, mit selbstlernenden Prozessen irgendwie kombinieren, dass eben auch klar wird, hier muss eine Entwicklung auch in der Landwirtschaft passieren. Und es ist immer wieder spannend, wenn man sich mit Unternehmensstrategie beschäftigt. Heute ist es so, dass die Biodiversität, es gibt eine nützliche Biodiversität und es gibt eine schädliche Biodiversität. Und vermieden wird die schädliche Biodiversität. Es wird sehr stark in Produktionskategorien gedacht. Aber dass man eben hier einen Schritt weiter geht, dass man ein neues Denken praktiziert, dass man Biodiversität, die Anbietung von Biodiversität eben auch als eine Unternehmensstrategie versteht, die ist noch nicht sehr weit ausgeprägt. Und was sicherlich dazugehört, ist eben auch, dass man im Bereich Bildung, sowohl was die Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten anbetrifft, sensibilisiert und darüber hinaus, und auch das hat ja die Farm-to-Fork-Strategie bzw. der Green Deal angedacht und dargelegt, es geht nicht nur um die Landwirtschaft, sondern es geht eben auch um die Frage, wie wir uns ernähren, was wir konsumieren. Das heißt, wir müssen das Problem der biologischen Vielfalt schon weiter fassen und müssen eben auch uns mit der Ernährung viel stärker auch in politischen Konzepten auseinandersetzen und hier neue Wege gehen. Das vielleicht von meiner Seite als einen ersten Aufschlag, in welche Richtung auf der einen Seite, welche Bedeutung der ökologische Landbau in diesem Zusammenhang haben kann und was in der neuen GAP denn denkbar möglich und möglich gemacht werden sollte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Sanders, für den wirklich interessanten Vortrag. Es haben sich ja einige Fragen jetzt im Chat und bei Fragen und Antworten ergeben. Und eine Frage war, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem
zwischen den Anbausystemen. Also Ökolandbau ist ja nicht gleich Ökolandbau. Es gibt EU-Ökolandbau und es gibt die Anbauverbände. Gibt es da Unterschiede? Dann nochmal, ich finde, es muss nochmal klarer gemacht werden, weil ja immer dieses Argument, und ich höre das ja bei uns im Agrarausschuss von den konventionellen Kollegen auch öfters nach dem Motto, ja, Ernährung sichern, da können wir uns gar nicht so viel Ökolandbau leisten. Dann müssen wir tatsächlich mehr importieren. Nun, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich sage ja auch immer bei den ganzen Diskussionen, 67% des Getreides, was wir in Europa produzieren, geht ja nicht in die menschliche Ernährung, sondern wandert in den Futtertrog. Und das ist genauso bei dem, was wir importieren. Das ist ja in erster Linie mal Soja und das wird nicht angebaut, um Tofu herzustellen, sondern auch das geht ja in erster Linie in den Futtertrog. Also ist sozusagen auch eine Agrarwende nicht zwangsläufig damit verbunden, dass wir auch eine Ernährungswende hinbekommen, also weniger Fleisch, weil wir ja auch weniger produzieren können. Und die andere Frage, die sich dann auch immer stellt in den Diskussionen, die mir dann gesagt wird, ja, der Ökolandbau verwendet doch auch Pestizide, also vor allem die Kupferdiskussion. Haben Sie da vielleicht ein paar Zahlen, wo man dem entgegnen kann, wie viel wird eigentlich im Ökolandbau eingesetzt und wie viel in der konventionellen Landwirtschaft an Pestizidmengen oder an Wirkstoffen? Es geht ja auch viel um ganz andere Wirkstoffe. Das wäre vielleicht nochmal interessant für die Diskussion. Also die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, kann ich aber noch raussuchen und dann nachreichen. Auch das kann man vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch verfügbar machen. Ich denke, wichtig in dem Zusammenhang ist, der Ökolandbau hat ja die Kupferproblematik auch entdeckt und systemisch zu arbeiten und sich an den Prinzipien zu orientieren. Das ist auch manchmal im Einzelfall gar nicht so einfach. Aber der Grundansatz ist ja, wie schaffen wir systemisch zu denken, zu arbeiten, keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Und wie sieht eine systemische Lösung jenseits von Kupfer aus? Und die Verbände im Ökolandbau arbeiten ja seit bestimmt 10 Jahren sehr, sehr intensiv und die Forschung sehr intensiv daran. Was ich weiß, ist, dass der Kupfereinsatz auch im ökologischen Landbau entsprechend deutlich zurückgegangen ist. Also von daher ist das sicherlich ein Problem, aber man stellt sich eben diesem Problem. Und was die Ernährungswende anbetrifft, ja, das ist richtig. Es gibt eben zwei Sachen. Wenn man sich überlegt, wie viel Nahrungsmittel produziert werden, die dann aber im Mülleimer landen. Das heißt, dort werden Lebensmittel angebaut, sie werden verarbeitet, sie landen irgendwie in den Supermärkten und dann landen sie aber irgendwie in unseren Kühlschränken und dann in den Mülleimer. Diese Energie, diese Ressourcen, die bräuchten wir ja gar nicht. Und das hat natürlich viel auch mit unseren Konsumgewohnheiten zu tun. Und ich denke, das ist sicherlich eine Stellschraube, an der wir drehen müssen, damit wir gar nicht in dem Umfang vielleicht die Lebensmittel benötigen. Und das Zweite ist der Ernährungsstil. Natürlich, in der Tat. Also die Frage der tierischen Ernährung, die ja nicht nur in dem Umfang, wie sie in den westlichen Ländern irgendwie praktiziert wird, ungesund ist für unsere Gesundheit. Das ist ja noch der größte Witz. Sie ist ungesund und sie ist schädlich für die Umwelt. Hier ein kritisches Denken an den Tag zu legen. Und es gibt Modellberechnungen, die darlegen, dass auch eine ökologische Bewirtschaftung möglich ist, wenn wir unsere Ernährungsstile verändern. Dann immer die Frage, mit welchen Annahmen man operiert. Aber der Zusammenhang ist, finde ich, eigentlich relativ klar. Wenn wir an diesen beiden Stellschrauben drehen, was konsumieren wir? Weniger Fleisch, beziehungsweise dass wir Sorge tragen, weniger Sachen auch wegzuwerfen. Da werden wir schon einen deutlichen Sprung weiter. Ja, vielen Dank, Herr Sanders. Wir haben ja noch Zeit, nachher in der Diskussionsrunde noch näher auf einzelne Themen einzugehen. Erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihren wirklich interessanten Vortrag. Und ich würde dann gerne überleiten zu Jutta Paulus, weil wir ja noch eine interessante Diskussionsteilnehmerin haben. Ich darf auch noch mal sagen, das Ganze ist ja, der Ökolandbau ist jetzt in Brüssel zumindest kein Randthema mehr. Wenn ich mir die Farm-to-Fork-Strategie anschaue, das Ziel, 25% Ökolandbau in den nächsten Jahren zu erreichen, ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich denke, die EU tickt schon genau in diese Richtung und wir müssen noch ein bisschen mehr sozusagen treiben von unserer Seite und auch von Wissenschaft, dass wir das Ziel tatsächlich erreichen. Liebe Jutta, es ist jetzt an dir, den nächsten Part zu übernehmen.
Genau. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank. Sehr interessant. Und da viele Fragen zu kamen, ich gehe davon aus, die Folien können wir zur Verfügung stellen, denn da sind jetzt sehr viele Interessierte, die das auch weiter nutzen möchten. Und auch nochmal zur Erinnerung, das Webinar wird aufgezeichnet, kann also jederzeit dann auch nochmal nachgeschaut werden. Also wir werden es jetzt nicht um 11:10 Uhr auf der Homepage haben, aber dann irgendwann nächste Woche. Ja, es ist mir eine große Freude und Ehre, Frau Carolina de Cunha vorzustellen. Frau Carolina de Cunha arbeitet in der Europäischen Kommission in der Generaldirektion Umwelt, ist dort stellvertretende Abteilungsleitung für den Bereich Biodiversität. Frau de Cunha hat aber vielfältige Erfahrungen, denn sie hat auch im Bereich Waste Management, also Abfallwirtschaft, auch im Bereich nachhaltige Produktion und in der Kreislaufwirtschaft schon ebenfalls in der EU-Kommission regulatorische Tätigkeiten übernommen. Das heißt, wir haben hier eine Expertin mit sehr breitem Fachwissen und Frau de Cunha wird uns jetzt vorstellen, wie denn der, ich sage es jetzt mal, der andere Teil der Biodiversitätsstrategie aussieht. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir auf den selbstverständlich wichtigen landwirtschaftlichen Flächen, ich glaube 50% sind es innerhalb der EU, die landwirtschaftlich bewirtschaftet werden, uns um die Biodiversität kümmern, sondern es geht auch insbesondere um die Schutzgebiete, die zum Teil nicht in dem Zustand sind, in dem sie sein sollten. Und es geht auch darum, Ökosysteme wiederherzustellen, die wir zerstört haben. Und dazu wird es den EU Nature Restoration Plan, also den Renaturierungsplan geben. Und ich denke, Frau de Cunha wird uns dazu einiges sagen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie haben das Wort. Thank you very much, Jutta, and good morning to everyone. I will try now to share my presentation, so please tell me if I'm successful with that. Can you see it? Okay, very good. So yes, thank you for the invitation and the possibility to present the latest sort of developments in the implementation of the biodiversity strategy. I will start very briefly with the overall context in which this strategy was adopted. And then I think that the initial slides, I will just go very quickly through them because the previous presentation was already very good in highlighting why we need this strategy and why we need to act and why we need to do it very quickly. So just to put it a little bit in the context, we have adopted this strategy in May last year, but it has been announced already by President von der Leyen in her political guidelines. So really early on, which means that this college is was really going heads on for biodiversity, for climate, and for the environment in general. So in her political guidelines in July, President von der Leyen stated very clearly that preserving and restoring our ecosystems needs to guide all of our work. And that is a very strong message also for all the departments of the Commission that biodiversity and nature protection and restoration need to be well mainstreamed. And that's important because we know that a biodiversity strategy will not work if it's not combined with all the other important policies of the Commission. We cannot just adopt it in sort of vacuum. It has to be pulling triggers, triggering action in other areas of law and in other policies. That's also the reason why then in the European Green Deal, the strategy was presented again, announced again, and it was very closely linked to climate. And we see now that there are certain that this link continues, that we are now going to work very closely together on the implementation of the strategy to make sure that climate policies can help us and that we can help them.
The strategy was adopted, as I said, in May, and it was adopted on the same day as the farm to fork strategy, and we have some mirror targets in both of these strategies, namely on pesticides. So moving on to the reasons of why we need to act, I think that was already very well presented. We are facing an unprecedented loss of biodiversity. We can see exactly when it accelerated. So it was in the 1900s, so when the Industrial Revolution kicked in. And since then, we have lost a lot of life on Earth. And we keep losing it at a very high rate. That undermines not, it's some people tend to think about biodiversity loss, I think, in kind of abstract terms, like, oh, we're losing a bit of green here and the species there, but what does it really matter for me? Well, we really have to make people realize that we're cutting the branch we're sitting on. If we lose biodiversity and nature, we're basically going to disappear from this planet. So I think this is becoming quite of mainstream thinking now, but it's not been the case for many years. And we're also realizing that without healthy nature, we don't have a stable climate. We will not have the variety and nutrition in our food. We will not have a range of very important services, such as clean air, such as clean water, such as a range of medicines, such as pollination, which links, of course, to food, etc. So that needs to be addressed, but it's a very complex change because it basically deals with the way we live, with the way we consume, with the way we produce, and we're all very used to this lifestyle. It's a very profound change that we need, something that the UN calls a transformational change. So we need to address this holistically. From our perspective, we also always try to stress that very strong link of natural capital and our economic growth. Because of course, without natural capital, we will not have the economic growth because we depend on services provided by nature. So we need to protect this capital also from that perspective. And I think the last point that was made very clear recently with the outbreak of COVID is how deterioration of ecosystems can increase the risk of outbreaks of zoonotic diseases. That was also stressed in the biodiversity strategy and is now part of the thinking about boosting resilience post-COVID. So we need to improve our relation with nature to prevent or reduce further such risks. I think this is an interesting depiction of sustainable development goals that you see in this slide, and you have probably seen it somewhere. We call it a wedding cake. So normally all the sustainable development goals are presented in a sort of a linear way. But this depiction shows that those related to natural capital are actually the foundation of all the others. And this is something that we really have to bear in mind. If this foundation disappears, then we cannot meet the other sustainable development goals that might seem less related to the foundation, but in fact, they are very much dependent on it. So now I will move on to the strategy itself. For those who don't know it, I hope everyone now has an idea of what is in it. It has four parts. The first one deals with the protection of nature. So we want to protect better what is still left. Then we have a big part on nature restoration. We call it the EU Nature Restoration Plan. And it contains a number of targets or commitments for 2030
ranging across the different types of ecosystems. I will present them briefly in a minute. In the third part, we propose means to achieve those objectives. So what do we need in terms of financing, for instance? And finally, we look into the international aspects of biodiversity, because as Mr. Sanders said, what we do in Europe, of course, is one thing, but there's the whole global community that needs to take action, because everything is connected. On nature protection, we have proposed to protect 30% of EU land and 30% of EU seas by 2030, based on the Natura 2000 network, but going beyond that network, so also including other designated areas. And this is also the target that is now being considered in the international context. So we want to promote this target in the context of the Global Biodiversity Framework in China this year. This is an EU-wide target, so it will have to take into account specific situation in member states. We will need to monitor how this is being achieved. And we will have to come up with some sort of a burden sharing mechanism. So that that is now a subject of quite intense work with the member states and our colleagues that deal with Natura 2000. And what is important about this target is that we don't want to have islands of life, of good quality life, if you wish. We would like to connect them better. So integrate ecological corridors to build a coherent network of protected areas. That could also be achieved through our work on restoration that I will talk about later. Then we have proposed to strictly protect a third of these areas, and that seems a lot, especially in the marine areas, but we also have to remember that strict protection means more life and more better quality ecosystem services around the protected areas. So it is an investment in the quality and amount of services that we receive from nature. We want to protect, strictly protect, especially those areas which have a very high biodiversity value and which are important for mitigation and adaptation to climate change, including all primary and old growth forests. That will link to the forest strategy, which we are now drafting, and that should be presented still this year, will be presented still this year, where we want to address this issue, but also in the guidance that we are preparing now for member states to define what do we mean by this additional protection and what do we mean by strict protection, what is allowed in these strict protected areas and what should not happen there, etc. Now, this guidance will not be legally binding. It is something that we will produce, we'll propose, we have already proposed a draft to the member states and member states are looking at it, commenting and so on. So we want to agree this together. But there is a provision in the biodiversity strategy which says that that we have to monitor the situation, we have to see how we get to this 30% and 10%. And by 2023, which is pretty soon actually, if there is no sufficient progress,
Ja, ich glaube, wir haben ein technisches Problem. Ich hoffe, es löst sich. Also bei mir war alles eingefroren. Ich konnte nichts mehr hören. Ich habe mich jetzt nochmal eingewählt. Die ZuschauerInnen sind aber, glaube ich, alle noch da. Nur Frau de Kunha ist weg. Vielleicht kann jemand von unseren technischen Menschen nochmal mit ihr Kontakt aufnehmen. Wir sind dabei, aber ich vermute, Ihre Internetleitung hat zugemacht und wir schauen, dass wir Sie wieder reinholen. Wenn ihr zwischenzeitlich das überbrücken könnt, wäre das super. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen noch mal drauf eingehen. Es gab letztes Jahr den State of the Nature Report, der rausgekommen ist von der Europäischen Umweltagentur. Europäische Umweltagentur in Kopenhagen sammelt unfassbar viele Daten. Also es lohnt sich wirklich auch mal auf deren Website zu gehen. Die leisten hervorragende Arbeit in sehr vielen Bereichen. Also es ist wirklich ganz vielfältig von, wie gesagt, Biodiversität über Schadstoffe, über Klimawandel, über Zustand der Meere, also es ist unfassbar. Man kann, glaube ich, eine Woche auf der Website verbringen und findet immer noch was Neues. Und die haben Daten aus allen Mitgliedstaaten zusammengetragen über das IO-Network. Und da zeigt sich, dass die Ökosysteme überwiegend in keinem guten Zustand sind. Dass also gerade Moore, Feuchtgebiete, aber auch Dünen zum Teil über 80% sind zerstört oder in einem schlechten Zustand. Und das ist insbesondere deshalb relevant, weil viele Arten auf das Vorhandensein dieser Ökosysteme angewiesen sind. Sei es für die Fortpflanzung, sei es für im Fall der Zugvögel zum Beispiel, die eben gerade die insektenreichen Feuchtgebiete auch brauchen, um sich quasi den Speck anzufressen, den sie für ihre Reisen brauchen. Und ich finde es sehr gut, dass die Kommission mit der Biodiversitätsstrategie jetzt einen relativ ambitionierten Vorschlag aufgelegt hat und auch jetzt schon begonnen hat, beispielsweise für das Programm Freifließende Flüsse, fängt sie jetzt schon an, mit den Mitgliedstaaten Projekte zu identifizieren, wo Barrieren in Flüssen wieder entfernt werden können. Das kennt vielleicht jede und jeder auch in der eigenen Umgebung. Da war vor, keine Ahnung, 80 Jahren mal eine kleine Mühle. Die Mühle ist längst nicht mehr in Betrieb und verfallen, aber das Wehr ist immer noch da und verhindert eben die Durchgängigkeit des Gewässers. Ich glaube, eins der Probleme, und ich finde es auch sehr gut, dass Sie das angesprochen haben, Herr Dr. Sanders, ist tatsächlich, dass anders als beim Klimaschutz, Biodiversitätsschutz nicht so leicht in ein Geschäftsmodell umzumünzen ist. Also wenn es um Klimaschutz geht, kann man sagen, okay, ich schraube Solaranlagen auf Dächer, ich verkaufe Effizienzmaßnahmen, ich schaue, dass ich quasi auf eine neue Technologie setze, die eben emissionsarm ist. Und das ist beim Biodiversitätsschutz nicht so einfach möglich. Das heißt, da müssen wir uns wirklich auch Lösungen überlegen, wie wir den Biodiversitätsschutz tatsächlich in unser Wirtschaftssystem integrieren können, was ja bislang so tut, als sei die Natur einfach umsonst und immer da und liefert Leistungen, ohne dass wir irgendwas dazu bezahlen. Aha. Ich denke auch. Vielleicht ist es eben nicht nur ein technischer Umweltschutz in dem Sinne, sondern es ist eben ein neues Denken. Genau. Auch da kann man sich natürlich neu über Zusammenhänge denken, eben dass irgendwie Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, hey, wir interessieren uns für mehr Biodiversität, wie können wir das zusammen mit unserer Landwirtschaft vor Ort machen? Aber solche Geschäftsmodelle, solche Ideen sind eben bisher noch nicht sehr ausgeprägt. Frau de Kunha ist wieder da. Wir freuen uns. Eine Verbindung. Yes, I'm sorry, my connection got cut off, I think. So I will quickly resume where I was. I'm just going to share. I hope I can do it very quickly. I'm opening and now. Mm.
Great. So I will move on to the slide on nature restoration plan. And I started to speak about the legally binding targets that is one of our key deliverables for this year. These are the targets for nature restoration. I will have a short slide on that later on. So I will explain a little bit what this is all about. We have a number of very different targets for different sort of ecosystem types or areas of economic activity. They're not really for ecosystems, but we zoom into the main areas and propose a number of targets, commitments there. And of course, one of the most important ones is our agroecosystems, where, as already explained, we have a commitment to increase the area of covered 25% by 2030, where we also propose to introduce landscape features, biodiverse landscape features per farm at the level of at least 10%. Then we have a target to halve the reduction, to halve the use and risk of pesticides. This target is actually the same, exactly the same in the farm to fork strategy, and it's being implemented by our colleagues that work on this strategy, so DG Sante, through various means, in particular the revision of the Sustainable Use Directive. Then we have an objective to reduce the pollution from fertilizers by 50% and the use by at least 20%. So these are the sort of key numerical objectives that we propose for agroecosystems. Then we look into other areas. I think for agroecosystems, I think one of the key elements is also our work on pollinators. And there we want to see what else can we do to help. And that is being done in the context of the review of the EU Pollinators Initiative. So we are now about to release a report on how we implemented it, and then we want to propose possibly to revise it. And that could be a good opportunity then to link it to all these other targets and objectives. In this slide, we also have a target to plant 3 billion additional trees, respecting ecological principles. So not just any trees, but trees that are local to their ecosystems and that also could contribute to biodiversity there. And we will be proposing some pledges, some actions in that respect. There will be an action plan on planting those additional trees coming up very soon together with the forest strategy. Although this action itself is not limited to forests, these trees can also be planted on farms. They could be planted in urban areas. So it's a cross-cutting action, but because of the forest link, then it will be coming up together. The continuation of this slide are further commitments, which what we are proposing, a very important one for agroecological, for agro ecosystems, are actions on soils. There we commit to remediate contaminated soil sites. And to do that, we will look into the revision of the soil strategy. Then we have actions on waters, on rivers, where we want to restore at least 25,000 kilometers of free-flowing rivers by removing obsolete barriers. That action is now heavily considered for the legally binding restoration targets. We'll see
if and how we could propose some restoration targets there. We have some commitments for urban areas where we would like to work with the cities to make them greener. I think there is a lot of citizen support now after COVID to do such actions. Citizens really appreciated contact with nature during lockdowns. So cities are quite keen on working on greening, and we want to push that action. We continue to work on invasive alien species, and we have committed to have the number of red list species threatened by invasive alien species, so there will be some development there. And finally, there is an important package of actions related to the implementation of our marine policies, so with particular focus on damage to seabed, on overfishing, on elimination and reduction of bycatch. So as you can see, this is a very comprehensive assemblage of different actions. And a very important part of this whole biodiversity strategy delivering is working together across services. I have to say this has never been easy for DG Environment. We always had to, you know, we were thrown through the door, we had to go back through the window a little bit, and it's been a bit of an uphill struggle at times. But the climate is rather different with this commission, I have to say. It's it has become quite mainstream, and we are being approached now more for input proactively, as everyone needs to consider environment in their policies. So it's not something that we need to try to hook on to others' work, but it's more a sort of a standard that has to be reflected there. Going back to nature restoration, just for two more slides. I have mentioned those legally binding restoration targets, and I think this is something that we will be discussing also very soon together with the parliament, because we need to make a proposal by the end of this year. So of course we are now working on the impact assessment for those targets. It's a very complex piece of legislation. Well, it's a very complex piece of work to regulate, I have to say, because it's quite difficult to measure the condition of ecosystems, which are very varied and also not evenly represented spread across member states. So it's not like with waste, for instance, where you have the composition of waste also varies, but it's pretty much similar across Europe. Here you have bigger differences. So it's quite an interesting piece of legislation to work on. And I will try to present to you some of the initial thinking that we have on how to approach this task. We need to, as I said, start with those ecosystems, similarly as for protection, that have the most potential to capture carbon and prevent or reduce the impact of natural disasters. So we need to link onto the climate action. That's why our colleagues in DG Clima are very closely linked to this work, because we want to estimate the potential of ecosystem restoration to contribute to capturing carbon, and then see how we could potentially reward restoration as a climate mitigation and adaptation tool. Then we have to look at the conditions
which the targets would apply. So how are we going to measure the restoration level? How are we going to define whether an ecosystem is in good or in bad condition, etc. We will need to provide from some sort of a mechanism to for member states to report on that, to map and monitor that on a regular basis so that we can assess progress. This is a bit of an illustration that I made rather quickly on our thinking at the moment. There are proposals by NGOs, by some members of the parliament, by some scientists to come up with a sort of a horizontal restoration targets. For instance, a certain amount of square kilometers on land and sea should be restored by a given year. So that is something that we will have to look at in the impact assessment. We will also have to consider specific ecosystem types where we might have to look at specific elements of restoration. So for instance, we might look at a coverage of in square kilometers per ecosystem type to be restored, but that will not necessarily be possible for all member states. We may look at also certain indicators, if you wish, for instance, to reverse the loss of pollinators, to restore pollinators, species, pollinating species, and then set a target for that. So there's a number of different approaches that we can follow, and most likely we will look into a combination of both a sort of a horizontal target and then targets for specific ecosystems. What is also important to understand is that with this work, we may need to have some sort of a time stepwise approach, because the knowledge about the condition of ecosystems and the ability to monitor them is not even for all ecosystems. We're more advanced on some and less advanced on the others. What we are looking at is a possibility to have a mechanism to sort of complete or complement this restoration legislation at a later stage. It's tricky because we cannot set targets. It will be difficult to set targets later on, for instance, through comitology. So it would basically require that we reopen the whole instrument and add additional restoration targets for which we have no information now later on. But we will see how this can be solved. So it's also quite a lot of legal work going on this. I'm almost done with my presentation now. Yes, we have tons of questions already. So, so I think I will probably just skip the last slides where I just listed the main areas of our work on how to go about it. So of course we have a lot to do with financing, where we're looking at mainstreaming biodiversity through all financing, in particular in the CAP and in the regional funds. We are setting up a governance framework, looking also at aspects of education and working with business. And I will not talk about the global agenda, because this is a whole new area where we will be trying to promote an ambitious approach similar to what we have adopted in Europe, also globally. It's not, it's quite a lot of work. It's over 100 different commitments that the Commission has to implement over the next decade. We will need to have a good mechanism to follow up on that. The biodiversity strategy, by the way, asks the Commission
to have a regular informational reporting point, a standing point to inform the Parliament and the Council about progress in implementation. So this is also something that we would like to raise with the Parliament to see when would be the best time to do that, for instance, annually, in what form and so on. Yes, so that would be all, I think, for now. And I would be happy to listen to the questions and to the next presenters. Thank you. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau de Kunha, für diesen Vortrag. Und wie gesagt, wir hoffen, dass auch Sie Ihren Vortrag, Ihre Folien zur Verfügung stellen. Denn ich glaube, es ist für viele auch nochmal interessant, das nachlesen zu können. Bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne noch zwei Punkte kurz ansprechen. Was aus meiner Sicht zwingend dazugehört, ist, weil es eben auch so vernetzt ist, dass wir wenigstens mal kurz ansprechen, dass es ja auch noch eine planetare Grenze gibt, und zwar die, die in der Rockström-Studie vornehm mit Novel Entities bezeichnet wird. Da fallen dann drunter Schadstoffe, Plastik und genetisch veränderte Organismen. Und diese planetare Grenze hat keinen Balken, weil man sagt, man kann auch gar nicht abschätzen, wie sich das langfristig auch auf unsere Lebensgrundlagen auswirkt. Da reden wir natürlich von hormonähnlich wirksamen Substanzen. Inzwischen hat sich ja rumgesprochen, dass beispielsweise Bisphenol A auf das Hormonsystem des Menschen katastrophale Auswirkungen hat, von Schilddrüsenveränderungen über vermehrte Krebsraten, über Rückgang der Samenproduktion bis in mehrere Generationen, weil es eben weitergegeben wird. Oder auch immunschädliche Substanzen, die aber halt nicht nur Menschen betreffen, sondern natürlich auch die Umwelt und die Natur um uns herum. Und da glaube ich, ist es sehr wichtig, an der Stelle kurz zu erwähnen, es gibt im Rahmen dieses Green Deal auch eine sogenannte Chemical Strategy for Sustainability, also eine Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien. Das ist dringend notwendig, weil die Chemikaliengesetzgebung, die wir haben, eben wieder End of Pipe ansetzt. Sprich, wir gucken halt, was haben wir und wie müssen wir da am besten damit umgehen. Und diese neue Chemikalienstrategie ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, weil man sagt, wir wollen hin zu einem Sustainability by Design, also Nachhaltigkeit per Design. Sprich, bevor man überhaupt eine Chemikalie für etwas entwickelt, auf den Markt bringt, überlegt man direkt, wie kann ich das so gestalten, dass sie eben untoxisch ist, biologisch abbaubar ist, dass man möglichst wenig Energie für die Herstellung braucht und so weiter. Also dieser Paradigmenwechsel erfordert auch eine geradezu revolutionäre Umwälzung der Chemieproduktion, denn bislang ist ja gerade da der Elefant im Raum, die enormen Energiemengen, die dadurch verbraucht werden, der Müll, der dadurch produziert wird und das CO2, was durch die Wegwerfchemie freigesetzt wird, das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf unsere Biodiversität, ist ganz klar. Also es gibt ja mittlerweile beispielsweise Gewässer in Deutschland, bei denen Fische sich nicht mehr fortpflanzen können, weil der Spiegel der Antibabypillenwirkstoffe schon so hoch ist, dass die Fische dadurch unfruchtbar werden. Also das ist ein Feld, wo was aus meiner Sicht auch zu der Biodiversitätsdebatte dazugehört und was wir ansprechen müssen. Frau de Kunha, ich fasse mal ein bisschen was zusammen, was auch in den Fragen aufgetreten ist. Und zwar besteht ja eine Schwierigkeit, tatsächlich die Auswirkungen auf unsere Umwelt und auf die Biodiversität zu messen. Indikatoren zu finden, mit denen wir auch tatsächlich feststellen können, wie stark ist denn dieser Einfluss. Das hat ja der European Parliamentary Research Service, also der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments, in der Studie betrachtet, die wir jetzt vorgestellt bekommen haben, in den Impact Assessments, also den Folgeabschätzungen, die bei neuer Gesetzgebung immer gemacht werden, kommt der Umweltaspekt eigentlich zu kurz, weil es nur sehr grobe Einteilungen gibt, welche Auswirkungen hat denn ein bestimmtes Vorhaben, ein bestimmtes Gesetz auf die Umwelt. Was wäre Ihre Hilfestellung da? Wie könnte man vorgehen, damit man wirklich robuste Indikatoren bekommt, die dann auch bei diesen Folgeabschätzungen Berücksichtigung finden? Yes, that is true. We need those indicators. We need
also to agree between all member states to use the same indicators and the same reporting so that we can compare what is going on in different countries. On restoration, we have looked at we have already done quite a lot of work on indicators on measuring ecosystem condition and reporting on it. So we will be building on that. This work is called MAS, mapping and assessment of ecosystems and their services. If you're interested, you can look at what we propose there. And we have identified a number of very specific indicators to determine the health of ecosystems there. So we looked at a number of ecosystems and then at a number of indicators that in our view could be measured for that purpose. Now, of course, the question is this something that we will be able to implement across the EU, because when you look at those indicators, some of them require quite a lot of resources to use. For instance, if you look at forest, in order to determine the good condition, you need to measure the amount of dead wood. So for that, you need people to go there and take that measurement. So it will have resource implications, obviously. So something that we will have to discuss with member states while we look at this legislation. Then if you look at waters, then of course we have all sorts of pollution that we need to measure. And then we have to have, so you don't only agree on an indicator, but you also then have to agree on standardized methods on how to measure that particular pollutant in water, at what intervals, after rain, before rain, etc. You know, it has to be comparable. So a lot needs to be done there. We will also have to look at synergies between the policies. So the Zero Pollution Action Plan will contribute to that work. The chemical strategy will contribute to that work, and we will use their indicators as well. With pollution being the number four globally driver of biodiversity loss, that will play a very important role. We have launched recently a knowledge center on biodiversity, which is a body that brings together the different departments in the Can you hear me still, or? Yes, I can hear you. Okay. Froze for a moment. Okay, maybe we could briefly jump back to agriculture, also dass wir nochmal zum Thema Landwirtschaft kommen, weil ja auch noch einige Fragen an Dr. Sanders da waren. Yeah. Jutta, ich würde auch gerne noch Fragen stellen. Wenn ja, ja, go ahead, eben. Okay, und zwar auch noch eine Frage an Herrn Sanders, weil die Frage war ja auch im Netz, ist ja auch für beide. Wieso bei den wunderbaren Strategien, die wir in der europäischen Politik haben, und wir sind wirklich gut in Strategien machen, warum ist es nach wie vor so, dass tatsächlich ja auch bei den Agrarzahlungen es so weitergeht, im Wesentlichen wie bisher? Also wir honorieren nicht sozusagen jetzt die Leistungen, schon gar nicht die des ökologischen Landbaus vordringlich, sondern wir bezahlen weiterhin auf die Fläche. Das heißt, hast einen Hektar, kriegst du Geld und es wird höchstens jetzt, wenn ich mal optimistisch bin, 40-50% der Leistungen für Umwelt abgedeckt. Ist das wirklich zielführend? Und die zweite Frage, Bodenschutzstrategie ist ja eben angesprochen worden. Wir haben ja nicht wirklich eine Bodenschutzstrategie in der Europäischen Union. Das ist ja mal abgewählt worden, weil gerade auch Deutschland gesagt hat, das ist eine
nationale Angelegenheit. Boden hat nichts mit der Europäischen Union zu tun. Brauchen wir nicht dringend auch eine Bodenschutzstrategie? Und letzte Frage, wenn Frau Dikunia wieder mit dabei ist, die Forststrategie, ich habe schon mal an der ersten mitgearbeitet, an der zweiten, hier war ich jetzt auch ein bisschen involviert. Da gibt es einen Zielkonflikt, und zwar erneuerbare Energien. Also im Wesentlichen soll ja auch Holz genutzt werden als erneuerbare Energien. Und Sie haben davon gesprochen, unter Schutzstellung und gerade unter Schutzstellung von älteren Wäldern. Da haben wir ein Problem, weil wir genau diese älteren Wälder im Moment nicht haben. Bräuchten wir nicht da auch dringend eine Korrektur in der Forststrategie? Also ich meine, die Wissenschaft sagt ja schon seit langem und viele wissenschaftliche Beiratsgutachten haben ja genau das adressiert. Das ist, die Landwirtschaft hat neue Herausforderungen und sie muss entsprechend neue Instrumente schaffen und entwickeln. Und die alten Herausforderungen, die alten Probleme, die stellen sich heute vielleicht nicht oder in einem anderen Licht. Und insofern zeigt sich immer wieder da, wo viel Geld im Spiel ist. Das heißt, wo einige auch verlieren können, beziehungsweise wo es notwendig ist, dass sich eben auch die Landwirtschaft, die Akteure anpassen. Dort sehen wir, dass es eben sehr lange dauert. Und man kann sagen, es ist einfach zu viel Geld im System, als dass dadurch natürlich dann auch die entsprechenden Beharrungskräfte sehr, sehr stark sind. Aber ich denke, die Debatte, die sich jetzt gezeigt hat, wir machen meiner Ansicht nach immer einen Schritt in die richtige Richtung, aber dann gleichzeitig gehen wir auch mindestens einen Schritt wieder zurück. Am Ende des Tages stehen wir dann doch irgendwie an der gleichen Stelle. Und das ist einfach ein Problem, wie das ja auch schon angesprochen wurde, weil wir können uns nicht gegen das ökologisch-faktische wehren. Und insofern, das, was wir heute nicht tun, müssen wir einfach in den nächsten Jahren, wenn wir dann überhaupt noch die Möglichkeit haben, noch in einer viel größeren Geschwindigkeit dann machen. Und das ist genau die Herausforderung. Von daher fand ich eben auch jetzt die Papiere, die Strategien, die vorgelegt wurden, mutig, dass eben gesagt wurde mit Green Deal, wir brauchen eine Transformation des Wirtschaftens. So wie wir wirtschaften, ist es nicht nachhaltig. Und das sagt ja interessanterweise sogar auch BASF oder auch die agrochemische Industrie, dass so wie wir heute unser Land nutzen, nicht nachhaltig ist. Von daher erwarte ich allein aufgrund des Problemdruckes, dass es dort eine entsprechende Veränderung geben wird. Und was die Bodenschutzstrategie anbetrifft in Kürze, ja, das ist interessant, dass man sagt, das ist Aufgabe der Mitgliedsländer. Die Frage ist nur, machen das denn dann die Mitgliedsländer? Die Schwierigkeit hier sicherlich beim Bodenschutz ist auch, wir haben ja zumindest in Deutschland noch nicht mal einen geeigneten Indikator, um den Bodenschutz in seiner Vielfältigkeit zu messen. Das heißt, auch hier wäre sicherlich es angezeigt, zu versuchen, mit geeigneten Indikatoren den Boden wirksam zu schützen. Und das, was auf der europäischen Ebene dann nicht gemacht wird, ist es eben kein Grund, es dann auf nationaler Ebene auch nicht zu machen. Also von daher, wenn wir bei dem Status quo bleiben irgendwie, haben wir nichts gewonnen. Ja, ich würde gerne noch eine Frage aufgreifen und dann müssen wir auch schon langsam zum Schluss kommen. Und zwar, ich lese sie der Einfachheit halber auf Englisch vor, weil sie hier auf Englisch steht. In order to reach the 30%, do we not need a stronger involvement of the private sector that is promote incentivized so-called privately protected areas, which are private sector-led best practices of the natural capital approach? Also ich lese jetzt nicht die ganze Frage vor. Es geht so ein bisschen auch in die Richtung wie die Green List, die ja der Weltnaturschutzverband vorgestellt hat. Sprich, wir müssen die Leute vor Ort einbinden und wir müssen auch privates Kapital mobilisieren. Da gab es aus Irland ein ganz hervorragendes Beispiel bei unserer Moor-Konferenz von Kate Flood, wo eben auch die lokale Gemeinde eingebunden wurde, auch lokale Geldgeber eingebunden wurden. Ich denke, denn wie gesagt, es wird nicht allein durch staatlich festgelegte Ziele gehen. Und Frau Dokunha, ich wüsste gerne von Ihnen, wie sehen Sie ein solches Konzept? If she is still there. Ich vermute, sie ist. Yes, I'm there. I don't know what the question was to me. Yeah. Yes, absolutely. I think the private sector is extremely dynamic and very interested. By the way, I'm switching my camera off because maybe that will help. And apologies for all those connection problems. On protected areas, we
in the EU set targets at the member state level, because it's the nature of this legislation. It's a directive, so we cannot in this particular directive address private landowners directly, but there is nothing against including such private areas in the network. Or to reach the target of 30%, provided they really meet certain conditions, criteria, and that should be then monitored on the national level whether this is happening. But I wanted to also talk a little bit about the involvement of private businesses in natural capital, not necessarily through, you know, buying land and protecting it, but through making the overall business chains more biodiversity friendly. And that is a very important strand of work that we're trying to do. What we would like to achieve, and for the time being we're building coalitions with leading businesses in that. So it's not legal work, it's more voluntary at the moment, but we want to build a movement on that. What we would like to achieve is for each business to reflect the impact on natural capital and also the way they depend on natural capital in their accounting. Because this is completely neglected by most, and most businesses don't even know how to do it, and sometimes they don't even realize that they're not doing it. This is a very risky business strategy, because natural capitalists, like, knowing this dependence, knowing the risk that they incur by not behaving sustainably or not acting sustainably, it basically undermines their profitability in the future. Just to give you an example, like, if you were an investor and you wanted to invest your money in a stock company, would you invest in a company that, for instance, produces bottled water if it had no guarantee of where bottled water, yes, indeed, bottled water is maybe not a good example, but maybe glass bottles. Would you invest in a company that does not really know where this water comes from, and that there are ecosystems that are able to provide such water for a long time? There are companies in France that buy land where their water comes from, water producing companies. The water supplier, I think, for Paris buys land which filters the water. So they have a vital interest to preserve that ecosystem because it guarantees the quality of that product. Now, you want to have your cotton, you want to have your leather, you want to have your nutritious food, you want to have your oranges or orange juices or whatever. You need to have a guarantee that you will have that supply for many years to come. Now, how to do that? It has to be counted and it has to be reflected in the books of the company. It should affect the price of this company on the market. So this is something we would like to do. And equally important, I think, is looking at natural accounting at the national government level, because it is also important to reflect that wealth of natural capital in GDP of countries. It should not be considered as something that comes for free. It is not only coal that sits in your soil that matters, it is also a healthy ecosystem that provides pollination services that matters and that is very valuable, but it is not properly accounted for today. So I will stop here and give the floor back to Jutta. Thank you.
It's high time for me to do the wrap-up because... Now you should hear me. Es ist wirklich Zeit, jetzt auch zum Schluss zu kommen. Wir haben ja nur noch 3 Minuten. Ich danke unseren ReferentInnen für den wertvollen Input. Ich glaube, wir haben heute alle sehr viel gelernt zum Thema planetare Grenzen, zum Thema Dringlichkeit, zum Thema des systemischen Denkens. Frau de Kuhn hat ja eben noch, ich übersetze es jetzt einfach mal so, die Gemeinwohlökonomie angesprochen. Also es gibt ja bereits Konzepte, die diese Indikatoren mit einrechnen und eine Gemeinwohlbilanz aufstellen, mit der man eben sieht, wie nachhaltig, langfristig nachhaltig arbeitet denn so ein Unternehmen. Und damit kann man auch selbst seine Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass es eine solche Graswurzelbewegung auch braucht. Wir werden nicht allein mit EU-Politik zu einem nachhaltigen Wirtschaften kommen. Was ich mir wünschen würde, auch von Seiten der Kommission, ist, dass man auch immer die Cost of Inaction anschaut. Sprich, welche Kosten haben wir denn, wenn wir nichts tun? Denn dieses kontrafaktische Szenario, so aus der Reihe, Klimaschutz kostet uns so und so viel, aber was uns kein Klimaschutz kostet, darüber reden wir gar nicht. Beziehungsweise es gibt dann so absurde Berechnungen, ja, und wenn wir der optimale Wert wäre eine 3-Grad-Erwärmung, weil damit haben wir nur 3% BIP-Einbuße in 2050. Der Mann hat tatsächlich dafür den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ja, es ist ja nur alles betroffen, was draußen ist, weil alle wirtschaftlichen Aktivitäten in geschlossenen Räumen können ja durch Klimaanlagen und so weiter weiterlaufen. Aber wenn ich nichts zu essen habe, findet auch sonst nichts mehr statt. Ich glaube, dieses systemische Denken muss noch in einige Köpfe rein und da Martin nickt, wir kennen ja auch so unsere Kollegen im Europaparlament. Auch da sind einige noch nicht so wirklich auf dem Dampfer, dass man mit natürlichen Prozessen oder mit physikalischen Prozessen ganz schlecht verhandeln kann, weil die setzen sich nicht an den Tisch und schließen Kompromisse. Von meiner Seite nochmal ganz herzlichen Dank an alle. Es sind jetzt viele Fragen offen geblieben. Wir werden versuchen, die im Nachgang auch noch mal ein bisschen zu bündeln und zusammenzufassen, in der Hoffnung, dass wir allen eine Antwort geben können. Vielen Dank, Herr Dr. Sanders. Vielen Dank, Frau de Kuhnha. Ich wünsche allen ein erholsames Wochenende. Geht raus in die Natur. Und wer jetzt noch Zeit hat, kann sich gerne noch im Abschlusswebinar einschalten. Und Martin will natürlich auch noch ein Schlusswort sprechen. Ja, ich wollte noch darauf hinweisen, es geht weiter. Haben wir auch in den Chat geschrieben, wo es jetzt weitergeht. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken für allen, die hier teilgenommen haben. Ich glaube, eins ist auch klar geworden, an Ideen und an Zielsetzungen mangelt es nicht, sondern es mangelt tatsächlich an der Hartnäckigkeit der Umsetzung. Und das erlebe ich jeden Tag im Agrarausschuss, wo die alten Lobbys im Grunde genommen gut am Ruder sitzen. Und das merken wir auch in anderen Bereichen. Wir brauchen eine ganz entschlossene Politik und wir brauchen auch eine mutige Kommission, die das dann umsetzt. Und wir brauchen auch Mitgliedsländer, die da mitspielen. Und ich glaube, das ist im Moment das größte Problem, was wir haben. Und da werden wir als grüne Fraktion, dafür werden alle Beteiligten, die sich für diese Ziele einsetzen, auch ganz energisch arbeiten müssen. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Übersetzern, bei den beiden Übersetzerinnen für ihre Arbeit und wünsche allen einen guten Tag. Und wenn Sie noch weiter schauen wollen, gucken Sie sich die Fortsetzung an. Wir haben es aufgezeichnet und wer Interesse hat, wir werden das demnächst dann freischalten. Vielen Dank und tschüss.